Jo, Praktikant, komm rein. Schön, dass du da bist. Servus. Komm gleich mal rein. Ach, gut, dass du da bist, Praktikant. Warte mal, der Doktor ist auch schon da. Da war nur ganz kurz duschen. Doktor, der Praktikant ist da. Okay. Komm schnell raus. Hi. Oh, Praktikant, hey. Hallo. Da, ja? Hallo. Okay, Praktikant, weißt du Bescheid, was passiert ist? Nein, ich weiß gar nichts. Doktor, dann erzähl ihm mal ganz kurz die Story. Okay, du weißt ja, ich war bei Unge auf Madeira und musste ihm mein Regenbogenglas bringen. Jeffy hat mich dazu gezwungen und jetzt wirklich? Wollen wir es wiederholen, ja. Okay, okay, klingt nach einem guten Plan. Und ich habe Jeffy schon mal getrackt, er ist hier in der alten Fabrik, das glaubst du nicht. Und Jeff, der Killer, muss ich irgendwo in dieser Fabrik finden. Ich habe ihn getrackt damit. Er ist an diesem Lost Place dort. Ja, aber bevor wir da hingehen, holen wir jetzt direkt noch Gamey ab. Ja, lass ihn abholen, oder? Okay, mach dich ja. Fertig. Doktor, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort in der verlassenen Fabrik. Okay, bis gleich. Bis gleich. Okay, ich glaube, wir sind angekommen, oder, Kamberg? Es sieht so danach aus. Schau mal, da oben ist so eine Ruine. Ja, oder was meinst du, Praktikant? Sollen wir da mal hochschauen? Da oben ist das. Oh, und wir sind auch mitten in dem See gerade. Es sieht so krank aus. Einfach mitten in diesem See gefangen und es fängt auch an zu regnen. Du hast recht. Gamemaster, sollen wir da mal reingehen? Ja, lass uns schnell hochgehen. Ja, okay, dann gehen wir da mal hoch. Ich glaube, es geht da rüber. Ja. Oder? Komm mal mit, Praktikant, schnell. Komm, wärme uns, komm mit. Los, schnell. Da ist ein Abschnürband. Ja, oh mein Gott, komm. Komm, beeil dich. Das kann doch nicht sein. Beeil dich, komm. Es fängt auch irgendwie an zu regnen. Lass uns jetzt so schnell wie möglich da reingehen. Gamemaster, nach rechts, komm mit. Ja, los, schnell. Wir haben noch keine Zeit dazu. Komm, lass uns da reinschauen. Scheiße, und hier soll es wirklich sein, oder? Das ist die einzigste Eingangstür. Du bist dir sicher, dass sich hier Jeffy irgendwo aufhält? Ich bin mir hundertprozentig sicher, Doktor und Gamemaster und Praktikant, dass ich Jeffy hier drin in diesem Gebäude befinden muss. Mein Gott, ich brauche mein Regenbogenglas wieder. Ich weiß, es müsste da drin sein, deswegen müssen wir ja reingehen. Scheiße, was meinst du? Es regnet ein wenig, lass rein. Reingehen? Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal reingehen. Ja, okay. Kommst du mit, Gamey? Ja, klar. Hey, ich geh da nicht vor. Doktor, willst du vorgehen? Nee, ich will eigentlich auch nicht. Du? Nein. Praktikant? Komm, es ist dein Job. Geh vor. Ja, los. Komm jetzt. Geh vor. Oh mein Gott, das sieht so mystisch aus. Pass wirklich auf. Das ist natürlich von dir. Hey, warte. Wir kommen direkt nach. Scheiße, was ist das hier? Mein Gott, da sind tausend Graffitis hier. Es ist alles komplett verlassen. Ja, oh mein Gott, es kann eigentlich gar nicht sein, dass er hier drin wohnt. Gamemaster, hast du nur irgendeine Information, ob sich Jeff hier befinden soll? Nein, überhaupt nicht. Ja, Doktor, sollen wir uns einfach mal umschauen? Ja, ich würde schon sagen. Komm mal mit. Sieht gruselig hier aus. Ja, du hast recht. Mein Gott, das ist komplett riesig, das Gebäude. Boah, hier liegen auch irgendwie so Metallstäbe oder so. Oh, nicht, dass da noch Strom drauf ist. Ja, die kriegt man gar nicht hoch. Musst du echt aufpassen. Amy, ey, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, das schraubt alles. Pass auf, vielleicht ist hier irgendwie so ein giftiger Schraub drin. Oh mein Gott, ey, das ist so ein kleines Glas. Wo könnte das wohl sein? Und wo könnte Jeffy sein? Wartet mal, wir kommen so nicht weiter. Das können wir nicht machen. Nein, das geht nicht. Wartet mal. Praktikant, komm mal her. Ich glaube, wir müssen uns aufteilen, oder? Ich weiß ja nicht, ob es so eine gute Idee ist. Was sagst du dazu? Ja, wir müssen es eigentlich machen. Das Gebäude ist viel zu riesig, dass wir das in einer Gruppe durchsuchen. Ja, Doktor, aber du kannst dich ja noch an den letzten Teil erinnern. Es ist wirklich böse geendet. Wir haben uns auch aufgeteilt. Wir sollten dies nicht normal machen, oder, Gamey? Ich weiß nicht. Es war eine schlechte Idee gewesen. Aber so kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns aufteilen, sonst finden wir das nie. Was sagt ihr dazu? Sollen wir uns aufteilen oder sollen wir uns nicht aufteilen?